Günther! Ah, Otto. Wohin so früh? Jobzentrum. Da gehe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr hin. Ja, weil du schlau bist. Und sonst? Sonne scheint, was willst du mehr? Brötchen? Klar, gerne. Ja, lass dich schmecken, hau rein. Mach gut. Wie ist Ihre Fortbildung gelaufen? Haben Sie was gelernt? Yes. Yes, I have learned something. Something. I have improved my English. Also hat Sie der Kurs weitergebracht? Yes. Jetzt kann ich mich bewerben in Australien als Tierpfleger für Kängurus oder in Kanada für Grizzlybären. Sofern die Tierchen nicht aus dem französischen Teil Kanadas stammen. Aber Sie sind seit 7 Jahren nicht mehr als Tierpfleger tätig. Ja, schön, dass Sie mich daran erinnern. Ich will damit sagen, dass ich seit 7 Jahren versuche, Sie ein wenig flexibler aufzustellen. Herr Krittig, wie war denn Ihr Kreativkurs? Ach, schön. Wir haben gemalt. Schön. Die Kursleiterin schreibt, Sie hätten durchaus Talent. Ach, das ist aber nett. Ja, sie schreibt aber auch, dass Sie Ihr Bild nicht zu Ende gemalt hätten. Nein, doch. Ich habe eben gerade noch eine Sonderschicht eingelegt. Sie haben eine Maßnahme nicht zu Ende gebracht. Das wird vermerkt. Sollte das nochmal vorkommen, dann muss ich Ihnen das Geld kürzen. Weil er kein Bild gemalt hat? Weil er die Teilnahmebedingungen einer Weiterbildungsmaßnahme nicht erfüllt hat. Aber ich habe das Bild doch gemalt. Dann zeigen Sie mir das mal bitte. Es ist jetzt aber sehr kurz. Ich bin ja keine Kunstexpertin, aber Sie haben den Kurs vollständig absolviert. Das Bild ist gut. Das ist sogar sehr, sehr, sehr gut, das Bild. Was macht das? Das macht von innen warm, Wolfgang. Aber falls du nach den Kosten fragst, die gehen aufs Haus. Ist was zu feiern? Sozusagen, ja. Ja, ich am Monatsende höre ich auf. Mit dem Trinken? Nein, doch nicht mit dem Trinken. Nee, ich mach Schluss hier mit der Schnitzelbude. Ja, und wer macht dann hier weiter? Ja, ich hab den Laden ja schon vor Jahren der Jutta vererbt. Die hat wohl eigene Pläne. Ja, kannst du die machen, das geht doch nicht, Theo. Was wird denn da aus uns? Müsst du eben ein anderes Stammlokal suchen. Gibt doch kein Lokal, wo du unter 9 Euro rauskommst. Tut mir leid, Jungs, ich kann es nicht ändern. Ich bin nun mal nicht mehr so fit, wie ich es gerne hätte. Ne? Genau. Rein theoretisch. Also, wenn wir die Schnitzelbude übernehmen würden, ich meine, wir wissen, wer hier rein und raus geht, was die Leute so wollen. Und wir verstehen was vom Schnitzelbraten. Das ist total lieb, Jungs. Aber ich habe da auch schon jemanden im Kopf. Und das ist ein Profi mit Erfahrung im Gastrobereich. Ja, dann wird das ja auch einer von diesen glattgeleckten Backstuben oder was? Nein, der macht so Bio-Burger, hat einen Laden in Herdecke und das läuft. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich kann euch ja empfehlen. Vielleicht gibt's ja dann hier einen Job in der Küche oder an der Theke, wenn der Laden neu eröffnet wird. Bio-Burger aus Herdecke. Jutta, pass mal auf. Guck mal, also den Laden hier, den kannst du doch irgendwann immer noch verkaufen. Ich meine, den kannst du jederzeit verkaufen. Aber gib uns doch beiden mal eine Chance. Wird mir natürlich schon auch gefallen, wenn die beiden den Laden in meinem Geiste weiterführen. Ja, du kannst ja auch nicht mit Geld umgehen. Ja, du musst wissen, was für dich das Richtige ist. Genau. Ich brauche eine Sicherheit, Papa. Versteht ihr das? Ja, sag mal, wie viel? Sag mal, Preis. Ja, Preis. Ja, 10.000 Euro als Anzahlung. 10.000 Euro.
Weiter runter geht wirklich nicht. 10.000. Ja. Ja, komm, ist gut. Gebongt, machen wir. Hand drauf, komm. 10.000. Ja, ist gebongt, komm. Hier, 10.000. Hier, Hand drauf, komm. Ne? 10.000 Euro. Machen wir. Günther. 10.000 Euro. Ja, 10.000 Euro. Ja. Einen Kredit kriegen wir nur von der Mafia. Die Bank gibt uns keinen Cent. Ey, jetzt schmeißt er die Flinte nicht gleich ins Korn. Ey, wir haben die Flinte doch gar nicht richtig geladen. Guck mal. Das wird unsere Schnitzelbude. Hoffentlich. Ja, sicher. Hallo. Hallo, mein Schatz. Du, ich muss dir was erzählen. Warte mal, ist das das Bild, das du gemalt hast? Karin, bleib sitzen, bitte. Juckt die Schnitzelbude auf. Ach, wirklich? Oh, ist ja schade. Ja, aber Günther und ich, wir könnten sie übernehmen. Ihr zwei, die Schnitzelbude. Ja, warum nicht? Oh, nee, Wolfgang, nee, Gastronomie. Nee, das ist nichts für dich. Du, ehrlich, ich meine, da stickst du immer nur nach Pommesfett. Und vor Gastronomie haben mich meine Eltern als Kind schon immer gewarnt. Ja, aber das wäre doch ein Traum. Endlich wieder Arbeit, mit Günther was aufbauen und auch mit Leuten umgehen und so. Jetzt hör mir mal zu, ich hab was Besseres. Halt dich fest. War ich doch heute im 1-Euro-Shop einkaufen. Klebeband. Hm, ja, pass auf. Und wie ich da in der Kasse stehe, krault mich auf einmal einer hinten am Nacken. Und wie ich mich rumdrehe, steht da mein alter Schulfreund, Rolf Sonne. Und der krault dich im Nacken? Das ist so ein schräger Vogel. Der war früher mein glühendster Verehrer. Ja, und was soll daran jetzt besser sein als unsere Idee mit der Schnitzelbude? Rolf ist Millionär. Multimillionär. Ja, und dann kauft er ihm einen 1-Euro-Shop? Dem gehört der Laden, die ganze Kette. Und Rolf hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Er gibt da morgens so eine Art Matinee, oder wie er das nennt. Schick. Mhm. Möchtest du mich begleiten? Zu deinem glühendsten Verehrer? Ach, Wolfgang. Der hat vielleicht einen Job für dich. Ich muss den nur nicht fragen. Jetzt zeig mir doch mal das Bild. Aber nicht lachen. Das ist, doll. Bin das ich? Ja, wir sollten sowas malen wie aus einem Traum. Und ich dachte, das bist du in Italien oder Spanien oder so. Grazie. Du, Günther und ich, wir wollten uns morgen eigentlich treffen wegen dieser Schnitzelbude. Also Günther wird ja wohl mal einen Tag ohne dich klarkommen können. Schön hier. Der Typ ist Multimillionär, verstehst du? Wir hauen ihn um Kredit an, dann haben wir die Schnitzelbude. Das wirst du nicht tun, Günther. Ja, wieso denn, ey? Der Typ hat so viel Kohle, der weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Ich nehme euch doch nicht zu einem alten Schulfreund von mir mit, damit ihr ihn anbettelt. Ja, wir zahlen alles zurück, oder? Sie ihr werdet mich nicht blamieren. Natürlich nicht. Da steht ja nie dran, wer da wohnt. Ich geh mal darüber. Aber schön ist es hier. Ja. Aber da sind doch die Unkraden. Wen suchen Sie denn? Bitte? Wen Sie suchen? Wir suchen das Haus von Rolf Sonne. Herr Sonne, zu dem will ich auch. Der wohnt da vorne. Steigen Sie ein, ich bringe Sie. Ja, aber da sind wir ja zu Fuß schneller. Wer schnell geht, sieht die Rosen nicht. Sagen wir in Griechenland. Kommen Sie. Ist nett, danke, aber die paar Meter. Da vorne, hä? Man kann es auch übertreiben mit der Hilfsbereitschaft. Guck mal, die Sonne geht auf. Karin, ein Traum. Rolf, das ist mein Mann Wolfgang und das ist sein Freund Günther. Danke. Ja, danke. Ja. Was wollen Sie denn? Ich muss noch das Treppengeländer reparieren. Ja, aber doch nicht heute. Gestern wäre es gut gewesen. Ich bin auch gleich wieder weg. Nee, du bist sofort wieder weg. Ich hab Gäste. Du bist ein schlechter Arbeitsmann, der nicht das Handwerk ehren kann. Nee, der nicht vom Handwerk leben kann.
Ja, das weiß ich. Aber so wie Sie dem Mann gerade die Tür vor der Nase zugemacht haben. Boah, war ein bisschen heftig, ne? Bisschen ist gut. Bisschen ist gut, Günther. Sie gefallen mir. Kommt, Kinder, rein in die gute Stube. Karin? Ja. Die Jacke können Sie auch runtergeben. Was sagst du? Ja. Prost. Na komm. Tja, wer lang hat, lässt auch lang hängen, ne? Hallo? Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Carlo Schmittering. Ich führe eine hoffentlich nicht ganz unbekannte Galerie in der Dortmunder Innenstadt und möchte diese Gelegenheit nutzen, ein paar Worte des Dankes an unseren Gastgeber zu richten. Hm. Lieber Rolf, was für ein Glück für mich, für uns alle, hier und heute dein Gast sein zu dürfen. Und einen Blick auf deine imposante Kunstsammlung werfen zu dürfen. Pablo Picasso sagte einst... Pablo Picasso hat einst gesagt, wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten. Und auch du, lieber Rolf, scheinst es so zu halten wie der große Meister, denn ganz offensichtlich weißt du, sehr gut, was gute Kunst. Ich will bloß, dass ich bei ihm was kaufe, deshalb schleimt er ja so rum. Die Bilder und Skulpturen, die wir heute und hier in deinem geschmackvoll eingerichteten Haus bestaunen dürfen, eint die Freude an der Vernebelung der Sinne. Jedes dieser Werke verführt zum Innehalten. Ja, Schmitty, vielen Dank, das war sehr schön. Ich verspreche dir, nächstes Mal kaufe ich auch bei dir was. Ja? Also, wir kommen zum wichtigen Teil. Das Buffet ist eröffnet. Eins noch, Hinweis, Vorsicht, das Geländer ist noch etwas wackelig. Ja? Bitte sehr. Na, Günther, schmeckt's? Ja, das ist gut. Das ist doch die Hauptsache. Mhm. Wolf, ich hab mal eine Frage. Schmitz, wir reden gleich noch wegen. Wolf, bitte. Ich wollte mal was fragen. Ja. Also Wolfgang und ich, wir haben so ein Stammlokal, wo wir immer Schnitzel essen. Ja. Rolf, was ich dir noch gar nicht erzählt habe, Wolfgang malt auch. Ja? Ja, ich versuche es zumindest. Ja, das ist ja das Schöne. Malen kann jeder, darf jeder, aber Kunst, das ist nochmal was anderes. Mhm. Na komm, Karin, ich zeig dir mal meine Lieblingsstücke. Und? Also ich glaube, da geht was. Das finde ich irgendwie schön. Der Typ, irgendwie mag mich der Typ. Nicht nur dich anscheinend. Das ist auch mein Lieblingsbild. Komm, ey, jetzt nicht aufgeben. Als Jugendlicher ist er für ein paar Rupien für die Touristen von den Klippen gesprungen. Später hat er im Zirkus Löwen dressiert. Und heute wohnt er in London und lebt von der Malerei. Das ist doch Wahnsinn, oder? Mhm. Beeindruckend. Rolf? Ja? Rolf, was ich vorhin erzählen wollte, wegen dem Lokal, wo wir immer Schnitzel essen, ne? Schnitzel? Ich liebe Schnitzel. Ja, am liebsten vom Reh, so mit frischen Trüffeln. Mm. Ja, wir essen die immer paniert, ne, Wolfgang? Ja, geht auch. Oh. Ja, jedenfalls, also der Theo, also der Besitzer von dem Lokal, wo wir immer Schnitzel essen, der hört jetzt auf. Und da haben wir überlegt, ob wir nicht einfach zusammen... Es ist nämlich so, Rolf. Die beiden sind ganz unverschuldet in so eine kleine Beschäftigungsstelle gerutscht. Beschäftigungsstelle? Ja, wir sind Harzer. Harzer? Ja, auf Hartz IV. Ach, Harzer! Oh, Günther, Junge, das ist ja herrlich! Ja. Hättest du nicht einen Job im Angebot? Einen Job? Ja, ich bräuchte eigentlich jemanden, der sich tagsüber um die Hunde kümmert. Günther ist gelernter Tierpfleger. Ja, wirklich? Hm. Ja, aber das waren Seehunde. Ich meine, das sind ja richtige Hunde. Also Hunde. Seehunde. Günther, du bist eine Marke, du. Und Wolfgang? Der ist so vielseitig. Ich bin gelernter Fachverkäufer für Herrenoberbekleidung. Ja, sieht man ihn gar nicht an. Sorry. Nee, also, was wirklich mal jemand machen müsste, ist hier meine Kunstwerke zu katalogisieren. Herkunft, Künste, Alter und so weiter, ja. Da habe ich inzwischen komplett den Überblick verloren. Aber das wäre doch was für dich.
Ja gut, dann 15 Euro die Stunde. Aber wir regeln das unter Gentlemen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Klar. Ich sehe nämlich an, dass ich dem Staat immer über jede kleine Freundschaftsgeste Rechenschaft ablegen soll. Okay? Ja. Da hat sich doch belohnt. Ja. Und wenn wir unseren Job gut machen und Haus mit uns zufrieden ist, was Winter meint, wir könnten ihn ja dann immer noch nach einem Kredit fragen. Wolfgang, wir sind keine Schnorrer. Ja, natürlich nicht. Ah, Schnitzel und so kleine. Guck mal, Wolfgang. Ja, Rotwild. Nur vom Feinsten. So, schön fein pürieren. Alles durcheinander, sonst essen die beiden Süßen das nicht. Hm? Ja. So, ich muss los. Achso, ja. Hier. Also ich mag es ganz übersichtlich. Kunstwerk fotografieren, Nummer aufkleben und dann Tabelle. Name, Preis, Künstler. Ja? Expertisen hier drinnen. Wenn ihr noch Hunger bekommt, hier sind noch ein paar Sachen. Ja? Wie der uns hier rumkommandiert. Ja, da müssen wir jetzt durch. Und wenn er zurückkommt, dann fragen wir nach der Kohle für die Schnitzelbude. Oh, nee. Den Scheiß sollen wir essen. Ja, ist ja gut, ihr beiden. Wir machen gleich eine Runde draußen. Bestien. Ja. Hier. Wolfgang, ich war gerade im Keller unten. Da hat er einen Raum, da sind nur Weinflaschen drin. Aber kalt wie ein Kühlschrank, ey. Und hier bollert überall die Heizung. Ja, kann der sich anscheinend leisten. Ja, allerdings. Die Kunstsammlung hier, die geht in die Millionen. Der Krempel hier? Ja, das Teil hier zum Beispiel kostet 25.000 Euro. Nee. Ja, und wahrscheinlich stellt er das irgendwo in die Ecke und guckt es nie wieder an. Nie wieder an. Ich mache jetzt mal was zu essen, ne? Ja. Ja, zur Abwechslung schmecken auch Linsen mal gut, ne? So, guten Appetit. Guten Tag, Ihr Kochassistent ist bereit. Bitte wählen Sie eine Herdplatte aus. Auf Wiedersehen. Hast du was gesagt? Guten Tag, Ihr Kochassistent ist bereit. Bitte wählen Sie eine Herdplatte aus. Du musst antworten. Die Platte rechts oben, bitte. Bitte wählen Sie eine Herdplatte aus. Vielleicht spricht er Englisch. The Platte right above, please. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. The Platte right above, please. Stell doch einfach mal den Topf hin. Mann! Das von Ihnen gewählte Kochfeld wird jetzt aktiviert. Tja. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ey? Ja, aber das sieht doch schon gut aus. Ah. Ach du liebe Zeit, Günther! Ja, 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 ja! Hallo? Ja, bitte, guten Tag. Ja, hier ist die Feuerwehr. Ist ein Feuer bei dem Haus? Nein, wir braten nur Schnitzel. Okay, dann schönen Tag noch. Wiedersehen.
Ihr Essen ist fertig. Ich hau dir gleich eine rein, ich knall dir eine. Auf Wiedersehen. Ja, goodbye. So, das ist jetzt Mini-Schnitzel Natur im Dialog mit Beerenfrüchten. Das haben wir uns aber auch verdient. Ja. Vorsicht! Auweia. Günther! Oh, was war das denn? Was guckst du mich so an, ey? Kannst du nicht aufpassen, wo du dich hinsetzt? Ja, du hast das Ding doch da hingelegt. Ja, aber das kann man doch nicht übersehen. Mein Gott, die Skulptur, die war doppelt so groß wie die andere. Die kostet mindestens 50.000 Euro. Was ist damit? Merkt er doch gar nicht. Sonne wird uns verklagen. Nix Kredit, stattdessen Anzeigen. Wahrscheinlich müssen wir noch ins Gefängnis. Worten hat den Ursprung nicht gestanden. Hier? Mhm. Wolfgang, ich glaube, das ist unsere Rettung, ey. Pass auf. Wir haben da oben gestanden. Die Hunde laufen hier runter. Ich zack hinterher und BATS! Verstehst du? Hier, voll durchs Geländer. Ein Unfall? Ja, unglücklich gestürzt. Ich gehe voll hier durch und platsch. Günther, warte. Vielleicht gibt's da doch noch eine andere Möglichkeit. Günther! Und dann habe ich mich verletzt. Verstehst du? Oder soll man sagen, du hast dich verletzt? Ich? Wieso ich? Du hast dich doch da drauf gesetzt. Ja, aber du hast das Scheißding da hingelegt. Ich hab das Scheißding da hingelegt? Ja, ist doch scheißegal. Pass auf, ich fliege auf mit der Geschichte. Du kannst viel besser simulieren. Du bist der Schauspieler. Mein Knie. Wie ist das denn passiert? Ich bin gestürzt. Die Treppe. Das Geländer ist gebrochen. Ich hab doch extra noch gesagt, ich wollte nur dem Hühnchen helfen. Ja, einer von den Hunden ist da hinten die Treppe runter, Wolfgang hinterher, und hat ihn da gerettet. Und wovor? Der war so nah am Wasser. Ja, und? Also, kleine Hündchen ertrinken wahnsinnig schnell, der ist ja kein Seehund. Ich meine, ich war früher Tierpfleger, ich weiß, wovon ich rede. Ja, und dabei bin ich dann halt... Ja, und die Skulptur dann... Meine Lieblingsstücke. Dieser Grieche ist so ein verfluchter Fuscher. Ich bin doch gesagt, das hält nicht. Wie schwer sind Sie denn verletzt? Ach, es geht schon. Na kommen Sie, ich bring's ins Krankenhaus. Nein. Karin ist doch Krankenschwester. Ja, dann bring ich sie nach Hause. Nicht, dass Ihnen unterwegs noch irgendwas zustößt. Ich bestehe drauf. Oje, Wolfgang. Was denn passiert? Die Treppe runtergestürzt. Oh. Genau auf meine Lieblingsskulptur. Oh. Hat sie das Knie verletzt. Ich wollte nur dem Hündchen helfen. Oh ja, komm. Ah. Oh, je. Karin. Oh. Vorsicht. Da ist erstmal gar nichts zu sehen. Tut's hier weh? Ah. Na gut, das müssen wir erstmal röntgen lassen. Ach was, das ist gar nicht so schlimm. Aber es ist schon schlimm. Und was ist mit der Skulptur? Ich bin da gut versichert, keine Sorge. Ich finde schon was Neues, das mir auch gefällt. Ah. Es tut mir so leid, diese blöde Treppe, die hätte längst repariert werden sollen. Ja, ist ja nicht dein Fehler. Natürlich nicht. Aber trotzdem, ich würde mich gerne irgendwie auch erkenntlich zeigen. Ja, das wäre... Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage, Rolf. Du hast schon so viel für Wolfgang getan. Schau mal, Karin, am Wochenende fahre ich ins Sauerland in ein Wellnesshotel. Da würde ich euch beide gerne einladen. Ja, ich könnte dich ein wenig in die... Kunst des Golfspiels einführen. Ja, und Wolfgang könnte sich da pflegen lassen. Das ist doch sicherlich irrsinnig teuer. Natürlich. Aber ich bin zufällig der Besitzer des Hotels. Und, Wolfgang, was meinst du, hä?
Mhm. Ja, also, wir wollten schon immer mal Wellness. Also vor allen Dingen ich. Na dann. Das passt ja, ja? Morgen bestimmt schon wieder besser, Schatz. Winkel, mach Sitz. Hey, guten Tag. Ah, die beiden mögen dich. Ja. Ich wollte ja noch die Geschichte von der Schnitzelbude zu Ende erzählen, ne? Richtig. Ja, also Theo, also der Besitzer von der Bude, der ist ja nicht mehr ganz fit. Was hat der? Irgendwas mit der Schulter. Boah, fies. Ja, und da haben Wolfgang und ich, wir haben überlegt... Weißt du, Günther? Die Frau, die das hier gemacht hat, das ist eine außergewöhnliche Künstlerin. Aus Island. Die hat jahrelang als Stewardess und Kellnerin gejobbt. Ach. Und dann hat die eine Punkband gegründet. Ja. Yeah. Obwohl, die konnten eigentlich alle gar nicht spielen. Und erst danach, da hat sie ihre Liebe zur Bildhauerei entdeckt. Ach, wenn ich ganz kurz die Geschichte von der Schnitzelbude, also wenn ich Ihnen da... Wir können uns doch duzen, oder? Ja. Wolf. Günther, ja. Also Wolfgang und ich, wir haben uns überlegt, ob wir nicht die Schnitzelbude... Sorry, Günther, ich glaube, das ist Schmittering. Schmittering. Bitte. Pünktlich wie die Maurer, ha? Oh, sieht schwer aus. Ja. Henriette von Bungern. Eine ganz spannende junge Künstlerin aus der Schweiz. Studium an der Städelschule in Frankfurt. Letztes Jahr Kunstpreis der Stadt St. Gallen. Wolf, das ist bald das 5- bis 10-fache wert. Mindestens. Nee. Schmidt, nee, das ist nicht so meins, du. Aber der... Nein, pack das bitte wieder weg, ja? Aber kann ich dir vielleicht noch mal was anderes vorbeibringen? Du kannst nicht nur. Du musst. Du kommst jetzt jeden Samstag um die gleiche Zeit und bringst mir eine Skulptur mit. Bis mir eine gefällt. Klar? Ich habe da schon was im Kopf. Wir finden da was, ganz bestimmt. Will ich hoffen, aber sowas da bitte nicht nochmal, ja? Will dir mir hier so Streberkunst andrehen, du. So, Günther, ihr beiden wollt also diese Schnitzelbude übernehmen. Ja, ja, also. Und dafür bräuchten wir natürlich einen Kredit, weil wir... Ja. Ja? Ach so, du fragst mich, ob ich dir Geld leihe. Ja, ich meine, ich würde mir natürlich zurückzahlen, sobald wir Gewinn machen. Ich meine, ist das jetzt unverschämt, dass ich einfach so danach frage, oder? Nein, überhaupt nicht, aber das ist lustig, weil mein Erfolg, der basiert ja auf einem einfachen Prinzip. Hm. Wie heißt mein Prinzip, Schmitti? Rolf verleiht kein Geld. Niemals. Niemals Geld verleihen, schon gar nicht an Freunde. Aber das kannst du ja nicht wissen. Du, wenn du noch ein paar Jahre auf die beiden Süßen aufpasst, dann kannst du ja auch was ansparen, oder? Ja. Niemals Geld verleihen. Gar nicht an Freunde. Immerhin hat er Karin und mich in sein Wellnesshotel eingeladen. Ja, super, ey. Das bringt uns ganz weit nach vorne. Herr Krettig macht erstmal Wellnessurlaub, geht sich jetzt erstmal erholen. Weißt du was, Wolfgang? Wir hätten Schmerzensgeld kriegen können. Richtig viel Schmerzensgeld. Und das wäre dann unsere Schnitzelbude gewesen. Aber das geht ja nicht. Ich habe gar keine Verletzung. Karin denkt schon, ich simuliere. Ich habe ja nicht mal einen blauen Fleck. Meinst du, das muss wirklich sein, ey? Günther, das ist ein genialer Plan. Tu es! Und wenn ich mir eins vors Knie hau? Ich bin doch die Treppe runtergefallen, nicht du. Günther, es muss sein. Denk an das Schmerzensgeld. Denk an unsere Zukunft. Okay. Tu doch wenigstens das Tuch darüber, dass ich das nicht so angucken muss. Hier, ne? Günther,
schlag zu. Es wird schon nicht so schlimm sein. Ich kann so einen Scheiß nicht. Ah! Hab ich dir weh getan? Komisch, davon war gestern noch gar nichts zu sehen. Karin, was hab ich? Sag's mir. Schonungslos und ehrlich. Schwere Kontusion mit Extravasation und Ödem. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Das ist eine Prellung mit blauen Flecken und einer Schwellung. Das ist schmerzhaft, aber das geht vorbei. So, und jetzt müssen wir dich eben ein bisschen pflegen. Du wärst da schon gerne hingefahren? Ja, aber das wollte ich damit ja gar nicht sagen. Und trotzdem, du hast dich so darauf gefreut. Ja, natürlich. Umsonst in so ein Luxushotel. Aber du musst jetzt erstmal gesund werden. Das ist das Wichtigste. Du kannst doch trotzdem fahren. Ich komme mir schon klar. Günther kann vorbeikommen, mir ein bisschen was kochen oder so. Es ist ja auch noch so einiges tiefgefroren. Siehst du. Und du meinst wirklich, ich soll alleine mit Rolf? Ich habe keinen Grund, dir zu misstrauen. Du bist der Beste. Mein Badeanzug ist? Ja, der ist wahrscheinlich noch in der Wäsche. Ah, okay. Ja, ist natürlich schade, Wolfgang, dass Sie jetzt nicht mitfahren können. Ja, das Knie ist doch stärker lädiert als zunächst angenommen. Eine schwere Kontusion mit Extravasation und Ödem. Sogar richtig geschwollen ist auch, muss unglaublich wehtun. Ja, ich kann es kaum in Worte fassen. Und Sie wollen mir Ihre Karin wirklich für die nächsten 2 Tage überlassen? Ich denke doch, dass Sie sie gut behandeln werden. Davon können Sie ausgehen. Also nochmal wegen dem Unfall und der Verletzung. Ja? Ja, das Wellnesswochenende war ja eher als Trostpflaster gedacht für mein Knie. Ja, ja, richtig. Ja, jetzt fährt aber nur Karin. Jetzt fährt aber nur Karin. Ach so, klar. Sie wollen Schmerzensgeld. Ja, kommen Sie auch bei mir vorbei. Also, wenn Ihr Knie das wieder zulässt und dann regeln wir das unter Gentlemen. Okay? Natürlich, danke. Oh. Haben Sie das gemalt? Ja, wieso? Nur so. Ja, ja, ja. Ja? Was denn? Nichts. Ich dachte nur gerade... Ist ein bisschen naiv, was? Ja, das ist der Stil. Guck, Ralf, das bin ich. Ja, ja, das sehe ich, ja. Du, ich kann partout den Badeanzug nicht finden. Ich sagte ja bereits, er ist wahrscheinlich noch in der Wäsche. Nee, da ist er nicht. Du brauchst doch keinen Badeanzug, Karin. Der Badebereich ist komplett textilfrei. Ach so, dann ist er gut. Erhol dich schön. Bis dann, Gönni. Ja, danke. Sag mal, wollen die nackt baden? In Wirklichkeit ist Kara noch viel schöner als auf dem Bild, oder? So, Kara, los geht's. Ich pack das hier mal schnell in den Kofferraum. Ja. Boy, Wolfgang, du bist so ein Fuchs, du bist, weißt du, was du für mich bist? Du bist ein Genie. Wie denn, was denn? Der erst überlässt ihm großzügig deine Frau und dann kommst du auf das Finanzielle zu sprechen, das ist clever, das ist irre, das ist der Hammer. Ja, aber so ist das doch gar nicht. Ich überlasse dem doch nicht. Also Karin wollte doch schon immer mal in so ein Wellnesshotel und ich wollte ihr das nicht verderben wegen meinem Knie. Ey, muss ich mir doch nicht erklären, ey. Hier, Beinchen schön hochlegen. Ja, 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 ja.
So. Glaubst du, es war ein Fehler, sie diesem Kerl anzuvertrauen? Ach, Karin ist doch viel schlauer als dieser Rolf, ey. Und dass er sich davon ein bisschen mehr verspricht als ein paar gepflegte Gespräche im Bademann, ist auch klar. Vielleicht sollte ich ja doch noch nachreisen. Nein! Du ruhst dich aus, schonst dein Bein, guckst ein bisschen Fernsehen, ein bisschen lesen. Das kann ich doch auch dort, in einem Wellnesshotel. Nein, Wolfgang, nein! Pass mal auf, der muss uns doch überhaupt kein Schmerzensgeld bezahlen, verstehst du? Das ist ein reiner Freundschaftsdienst, der schuldet uns gar nichts. Also vermassel die Sache jetzt nicht. Denk einfach dran, wir beide in der Schnitzelbude und nächste Woche haben wir 10.000 Euro auf der Kralle. So, und ich gucke jetzt noch schnell bei Jutta vorbei, damit die uns nicht abspringt. Und am Rückweg bringe ich dir Schnitzel mit? Ja. Ja. Schnitzel geht immer. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Kann ich Ihnen helfen? Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Theo, mach mal auf, ich bin dann! Ach, Günther! Mensch, weifel drauf! So frühe Vogel bringt hier nichts. Sag mal, wir haben das Geld. Ja. Also, nächste Woche haben wir das Geld. Und dann übernehmen wir hier den Laden. Das gibt's ja nicht. Da fällt ja selbst mir kein Spruch zu ein. Komm, rein, darauf drück mal hin. Nee, mach die schon mal. Komm! Hüftbreit? Ja. Ja, ein bisschen zu lang. Ja. Okay. Und hier musst du locker sein? Ja. Ja. Und so ein bisschen Kackstellung, ja? Und? Auge frei. Ja. Jetzt versuchen wir einen Schwung. Ja. Ich spüre die Hüfte mit hier, ja? Hallo, ja. Günther. Sag mal, Wolfgang, wo bist du? Ja, ich bin nur ein bisschen raus. Das sollst du doch nicht, ey. Du musst dich doch schonen, Mann, ey. Pass auf, ich bin hier bei dir vom Haus. Ich hab dir Schnitzel mitgebracht. Nee, Günther. Geh ruhig nach Hause. Ich koche mir nachher ein paar Nudeln oder Spaghetti. Wolfgang, wo genau bist du? Sag mal, du bist doch nicht etwa in dieses Wellness-Hotel gefahren? Günther, ich muss jetzt auflegen. Ja? Na komm, gehen wir zu den Großen jetzt.
Was hast du vor? Du musst hier weg? Ich denke gar nicht daran. Wenn die hier reinkommen, sollen die mich ruhig gleich sehen. Und dann knöpfe ich mir diesen Schaumschläger mal so richtig vor. Wolfgang, du machst unseren ganzen Plan kaputt. Meine Ehe ist mir wichtiger. Wolfgang? Wenn du Sonne jetzt vor den Kopf stößt, dann können wir unsere Schnitzelbude vergessen. Ey. Ah, hier von Theo. Schnitzel? Ja, was sonst? Wolfgang? Entschuldigen Sie bitte. Was machst du hier? Ihr kommt jetzt sofort hier raus. Ich dachte, du vertraust mir. Stattdessen spionierst du mir heimlich nach. Spionieren ist immer heimlich, Karin. Und offensichtlich habe ich guten Grund dazu. Traust du mir das wirklich zu, ja? Dass ich hier mit Rolf was anfange? Denkst du, ich habe so wenig Stil? Rolf, du, das tut mir leid. Das war wirklich nicht persönlich gegen dich gemeint. Ist nicht schlimm, Karin. Die Leute wollen immer nur mein Geld. Warum sollte das bei euch anders sein? Wie viel? 10, also 1000. Ich meine, 10.000. Und sobald der Laden bei uns läuft, kriegst du alles wieder. Nein, keine Kredite, hab ich doch gesagt. Das ist Schmerzensgeld. Für den da. Christina, bring sie mal mit einer Flasche Shampoos aufs Zimmer, ja? Und Rolf, danke. Moment, stopp! Einer nach dem anderen. Ich verstehe nur Bahnhof. Dein Vater hat mir nachspioniert. Aus gutem Grund, wie sich herausgestellt hat. Ach, völliger Blödsinn. Rolf hat versucht, mich zu küssen. Da habe ich ihm gesagt, dass er sich das sparen kann. Das sah aber anders aus. Aha. Willst du wissen, was ich mit ihm besprochen habe? Hm? Willst du wirklich wissen? Ich habe ihn gefragt, ob er euch den Kredit für die Schnitzelbude gibt. Ich habe ihn angebettelt. Ja, ist doch gar nichts passiert, oder? Mama hat einen alten Verehrer aus Jugendzeiten wieder gesehen. Papa, das tut jeder Frau mal ganz gut. Und Mama, Papa ist eifersüchtig. Das zeigt doch nur, wie doll er dich liebt. Wenn er so eifersüchtig ist, warum lässt er mich da überhaupt hinfahren? Und warum muss er Günther auch noch aufkreuzen? Ja, weil ich Wolfgang da rausholen wollte, damit er uns den Plan nicht vermasselt. Welchen Plan vermasselt? Wie bitte?
Rolf Sonne hatte uns, also mir, ja ein Schmerzensgeld in Aussicht gestellt, noch bevor er mit Mama in das Wellnesshotel gefahren ist. Ach so. Und da hast du gedacht, ich könnte ihn dabei Laune halten, ne? Nein. Obwohl du wusstest, dass er sich an mich ranschmeißen würde, hast du mich in dieses Wochenende geschickt mit Rolf, weil du das Schmerzensgeld haben wolltest. Ich dachte doch nur, dass du auch mal Wellness. Und ich Idiotin, ich mach das auch noch mit. Wird schon wieder. Jessica, kann ich bei dir schlafen? Klar, aber wäre es nicht besser mit mir? Nee, ist nicht besser. Besser ist, wenn ich mal ein bisschen für mich sein kann. Wie lange denn, Karin? Weiß ich nicht. Boah, ey. Jetzt weiß ich aber, warum ich Junggeselle geblieben bin. Ja, aber jetzt komm. Ah, nee. Bewilligungsbescheid. Sag mal. 21 Euro. Ja, ich krieg nicht mehr. Karin verdient doch Bedarfsgemeinschaft. Ja, die Spinne ist doch scheiße. Ja, und jetzt ist Karin weg. Kannst du mir mal sagen, wie ich mit 21 Euro im Monat leben soll? Nee, kann ich nicht. Aber eins sage ich dir. Dieser Waschzettel hier, das ist der letzte, den du von denen kriegst. Und bald stehst du in deiner Schnitzelbude, brätst ein Goldstück nach dem anderen. Die Leute lieben dich und Karin sowieso. Komm. Ja, glaubst du wirklich? Ja, das weiß ich sogar. Wen suchen Sie denn? Wolfgang Krettig. Ach, Sie sind der, als wir neulich... Und Sie sind? Ich bin Wolfgang Krettig. Ah, natürlich. Ich war noch mal bei Rolf Sonne und da habe ich erfahren, dass Sie sich beim Sturz von der Treppe verletzt haben. Das ist ja mein Fehler. Ich wollte es längst repariert haben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich mochte mich bei Ihnen entschuldigen. Och, ist ja nicht so schlimm. Nur noch ein bisschen blau, tut gar nicht weh. Herr Sonne war sehr wütend. Er hat mich gesümpft. Ja, wir müssen in die Stadt, Herr... Papa, ist das bloß? Herr Polak, pass auf, ja. Sie können mich aber auch Koster nennen. Koster, ja, ich bin der Günther, wir müssen in die Stadt und unser Bus kommt gleich. Ich kann Sie doch fahren. Nicht nötig, danke. Nötig nicht, aber ich kann Sie fahren, bitte. Ich fahre Sie, noch habe ich doch meinen Lieferwagen, ne? Sie sind auf Hartz IV. Wieso sehen wir so aus? Nein, ich habe nur bei Herrn Kredit den Brief von Jobcenter gesehen. Habe ich gleich erkannt. Dann sind Sie also auch Harzer? Ich war Harzer. Jahrelang. Aber dann habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem kleinen Handwerksbetrieb. Siehst du, man braucht nur ein bisschen Mut. Tja, am Mut fehlt es mir nicht. Ich habe gleich mehrere Kredite aufgenommen für mein Startkapital. Und die kann ich jetzt leider nicht zurückzahlen und das Geld von Herrn Sonne. Wieso? Will Herr Sonne Sie nicht bezahlen? Na, dem was passiert ist, natürlich nicht. Das kann ich auch verstehen. Die Treppe war ja lebensgefährlich. Ich meine, ich kann ja von Glück reden, dass Sie sich nur das Knie verletzt haben. Ach, Ehre, Costa! Und du arbeitest so slampig. Jetzt muss ich wohl meinen Lieferwagen wieder verkaufen und beim Subcenter antreten. Dann sehen wir uns wieder. Ach, da kommen bestimmt noch ganz andere Aufträge. Das sind meine Kleinen. Zoe, Emilia. Die lernen so fleißig Deutsch. Aber jetzt müssen sie wohl erstmal in Griechenland bleiben. Ich kann mir keine größere Wohnung leisten. Tja, im Leben geht auf und ab. Ne? Bei mir im Moment bergab. Leider. Ich mache mir da gar keine Illusion. Mein Betrieb ist pleite. Aber so gehört es sich ja auch für einen Griechen. Danke, Kostas. Ich schaffe das schon alleine. Ja, aber zusammen schaffen wir besser. Nun, was gibt es denn hier Feines? Schnitzel. Ja, Kostas, wir würden Sie ja gerne einladen, aber... Ich breche Ihnen fast alle Knochen und Sie laden mich dann zum Essen ein? Po. Nee. Sie bringen mir Glück.
eine Portion Pommes kann ich mir jetzt noch leisten. Ich habe ja den ganzen Tag noch nichts gegessen, ne? Oh, Scheiße, ich habe was vergessen. Was denn? Na, Dingens. Dingens. Ach so, das Dingens. Dingens, ja, kostet mir leid, wir müssen noch mal bei mir zu Hause vorbei. Gut, ich fahre Sie. Nein. Sie gehen jetzt schön lecker Pommes essen. Ja, bestellen schön die Pommes. War schön, Sie kennenzulernen. So. Mir ist richtig schlecht, ey. Ja, brauchst gar nicht so komisch zu gucken, ey. Ich meine, du hast selber gehört, dass dem Kerl da blüht. Wir machen unseren Laden auf und er macht seinen Laden zu. Und morgen sitzt er statt uns bei der Gottschalk im Büro. Und jetzt? Na, erst mal nach Hause. Ich meine, das Geld können wir auch dann Jutta heute Abend noch übergeben. Da kommt er schon wieder. Entwarnung, er ist durch. Er kommt zurück. Hey, meine Freunde, ich habe noch auf Sie gewartet. Ja. Kommen Sie, ich bringe Sie. Haben Ihnen die Pommes frites bei Theo nicht geschmeckt? Doch, sehr sogar. Ich musste mir nur über den Tag verteilen. Ich kann mir heute nichts mehr leisten. Sie können natürlich gerne welche haben, wenn Sie wollen. Nein, vielen Dank. Doch, ich sehe doch, dass Sie Hunger haben, ne? Bitte, nehmen Sie. Ja, danke. Ja, danke fürs Mitnehmen, ja. Es war mir eine Ehre. Ja. Kommen Sie. Ich würde Sie eigentlich noch gerne zu einem Kaffee einladen, aber meine Heizung ist kaputt und bei mir zu Hause ist es sowieso sehr ungemütlich. Aber das ist ein Zufall. Nein, das ist kein Zufall. Ich bin nämlich eigentlich gelernter Heizungsinstallateur. Kommen Sie, schauen wir mal Ihre Heizung an. Kostas, es ist gut, es ist genug, ja. Das ist, danke für alles. Sie sind uns zu nichts mehr verpflichtet. Alles gut, wirklich nicht. Aber ich kann Ihnen doch helfen. Es reicht. Ich muss einen Moment lang alleine sein. Ich brauche einen Moment lang meine Ruhe. Ja? Er meint es nicht böse. Natürlich nicht. Es gibt viele Menschen, denen es schlecht geht. Noch schlechter als uns. Und noch schlechter als diesem Kostas. Aber das darf für uns kein Grund sein, uns unser Glück zu verwehren. Günther, das ist ein Stehaufmännchen. Der ist wie eine griechische Straßenkatze. Der fällt immer auf die Füße, sicher. Ja, weißt du, ich habe die ganze Zeit immer nichts anderes im Kopf als Schnitzelbude. Schnitzelbude. Ich habe schon hinterm Tresen stehen sehen, da zufriedene Kundschaft. Und da kommt einfach so einer vorbei und macht einem alles kaputt, einfach mal so. Und das Schlimme ist, der ist im Recht. Pass auf, Günther. Der heutige Tag, der hat gar nicht stattgefunden. Es gibt keinen Costa. Es hat ihn nie gegeben. Ich rufe jetzt Jutta an. Hallo, Jutta, ja, wir sind's. Ja, wir haben die 10.000 Euro. Ach so, das passt nicht. Ja, dann vielleicht morgen früh um 10? Ja, mach ich. Ja, tschüss. Viele Grüße von Jutta. Dann sehen wir uns morgen früh an der Schnitzelbude, ne? Lass dir gut gehen, ey. Günther. Was ist? Wenn ich jetzt nach Hause komme und Karin ist nicht da. Komm wieder mit rein. Schnell! 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 Schn
Morgen. Morgen. Und, gut geschlafen? Ja, ja. Guten Appetit. Danke. Wo Gübi? Hä? Wolfgangs und Günthers Bistro. Oder Gü-Wobi? Oder Gü-Wo-Schniebu, Günthers und Wolfgangs Schnitzelbude? Oder einfach nur Schnitzelbude. Oder einfach nur Schnitzelbude, ja klar. Ja. Warum soll man was ändern, was gut ist? Willst du nicht aufmachen? Das ist wahrscheinlich nur Werbung. Ja. Ja. Hallo. Guten Morgen. Ihr freundlicher Heizungsinstallateur ist da. Schön fertig. Guten Morgen. Geht doch. Ja, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Aber das ist gefährlich. Bo, bo, bo. Okay, dann wollen wir mal sehen. Hä? Oh, feier, Panaya. Dann ist der das letzte Mal sauber gemacht worden. Da können Sie aber vom Glück reden, Gunther, dass nur die Heizung ausgefallen ist. Hätte nicht viel gefällt und das Ding wäre Ihnen bam, um die Ohren geflogen. Ja, ja. Keine Sorge, ist natürlich ein Freundschaftsdienst, hä? Ah, Sie sind auch ein Fan von Kreuzworträtsel. Ja, wenn ich Zeit habe. Meistens habe ich ja viel Zeit. Aber nur jetzt gerade nicht so. Frühlingserwacher ist das Lösungswort. Ich habe es schon abgesiegt. Levon! Wie neu? Ja, danke. Ja, wir müssen dann jetzt auch mal los. Sie sind mir nicht mehr böse wegen der Treppe. Ist verziehen. Meine Karte haben Sie, wenn Sie noch mal Hilfe brauchen. Rufen wir an. Tschüss. Tschüss. Was noch? Entschuldigung, ich habe noch eine blöde Frage. Wenn Sie es nicht mehr brauchen, könnte ich vielleicht den Herrgott haben? Super nett, wirklich. Danke. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen beiden Gesundheit, Liebe, Reichtum und ein langes Leben. Herr Wolfgang, ich schaff das nicht. Wir können nicht das ganze Geld in den Schnitzelladen investieren, wenn ich weiß, dass wir das auf Kostas Rücken erschlichen haben. Nicht auf seinem Rücken, auf meinem Knie. Wir haben es uns verdient. Günther, reiß dich zusammen. Was soll ich nur Karin erzählen? Er sagt sie, wir haben das Geld demjenigen gegeben, dem es eigentlich zusteht. Ach, der wird es doch gar nicht annehmen, so bescheiden wie er ist. Von uns schon gar nicht. Ja, müssen wir uns was einfallen lassen, anonym überweisen oder was weiß ich. Ja, weißt du, was dann passiert? Dann denkt er, es ist von Rolf Sonne und gibt's ihm zurück. Oder? Wir legen es ihm heimlich in seinen Lieferwagen auf den Sitz. Da bringt er zum Fundbüro, schwöre ich dir. Es macht keinen Sinn, Günther. Wie auch immer es zu uns gekommen ist, es ist jetzt unser Geld. Wolfgang, wenn wir das so machen, da liegt kein Segen drauf. Ich weiß, wie wir ihm die Kohle zukommen lassen können. Da brauchen wir Jesse für. Jesse? Wieso Jesse? Noch mal das Lösungswort. Frühlingserwachen. Frühlingserwachen. Okay. Das kriegt er jetzt alles. Vielleicht ist es besser, du erzählst.
Jetzt Mama erstmal nichts davon. Erstmal? Wie lange ist denn erstmal? Ja, ich weiß nicht. Wann möchte Mama denn, also wann will sie denn wieder nach Hause zurückkommen? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Sorge, ich sag hier nichts. Es glaubt mir eh keiner, was ich hier schon wieder für euch mache. Hallo, guten Tag. Guten Tag, sind Sie Kostas Papadopoulos? Ja? Mein Name ist Miriam Mehltau und ich bin vom Quizverlag und ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren. Wozu? Der Frühlingserwachen. Das ist das Lösungswort unseres Maxi-Quizzes und Sie sind der Gewinner des Hauptpreises. Ja. Ella Panay. Sehen wir Herr Bukana? Herzlichen Glückwunsch. Da bin ich aber. Ja. Da bin ich aber. Na klar. Da bin ich aber, Lacke. Ella. Ella. Es war die richtige Entscheidung, Günther. Es war die richtige Entscheidung. Tag, Tag, Theo. Ihr seid etwas spät dran. Entschuldigung, wir haben noch was zu erledigen gehabt. Also. Das Geld dabei? Ja, das Geld. Das ist jetzt noch so eine andere Geschichte. Ja oder nein? Das habe ich mir gedacht. Ja, also wir haben noch mal darüber nachgedacht und wir dachten, vielleicht könntet ihr uns ja doch diesen Burgerbrater empfehlen. Und wir würden tatsächlich gerne in der Küche und am Tresen arbeiten. Da hätten wir richtig Spaß dran, ne, Wolfgang? Ja, genau, Koch und Kellner. Das wäre dann ja auch nicht so ein großes Risiko für uns. Das ist schön. Nur es gibt keinen Burgerbrater mehr. Ich habe ihn so lange wie möglich hingehalten. Heute Morgen hat er abgesagt. Und was wird denn jetzt aus der Schnitzelbude? Plan C, Abriss. Dann entstehen hier neue Büros. Ich meine, Theo. Ich meine, wir könnten ja die 10.000 Euro, die könnten wir ja so Stück für Stück abarbeiten. Und ich meine, irgendwann machen wir ja dann Gewinn und... Günther, hör auf zu träumen. Theo. Günther, ist besser, wenn er jetzt geht. Wir waren ganz nah dran, Günther. So nah wie noch nie. Beim nächsten Mal klappt es, da bin ich mir ganz sicher. Und ich bin so stolz auf dich. Du hast Kostas aus der Patsche geholfen. Du hast großes Herz bewiesen. Ja, großes Herz ist ja gut und schön, aber großes Herz kriegt kein Stück vom großen Kuchen. Kuchen? Das ist jetzt genau die richtige Idee. Ich gebe einen aus. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal für mich sein. Okay. Wie lange ungefähr? Weiß nicht, eine Weile. Okay. Und wie lange ist eine Weile ungefähr? Weiß nicht, mal sehen. Ich ruf dich an, ja? Karin? Günther? Ja. Und wie ist? Ah, Bus. Sonst? Na ja. Heute mal allein? Ja. Bitte. Ich glaube, ich habe wieder was Schönes für Sie. Der Kreativkurs, der hat Ihnen doch so Spaß gemacht. Ja, ging so. Die besten 3 Skulpturen kommen in den Westpark. Ich habe Ihnen einen Platz freigehalten.
Oh Gott, Schalk, ganz ehrlich, muss ich? Schreiben Sie denn noch Bewerbungen? Ich will Ihnen doch gar nichts vormachen, Herr Krettig. Es wird im Laufe der Zeit nicht einfacher, noch einen Job zu finden. Ich weiß. Gut, dann lassen wir das erstmal mit dem Kurs und Sie kommen einfach nächsten Monat wieder. Dann habe ich hier die Anmeldeliste für Kochen mit Hartz IV. Aber ich habe den Kurs doch schon gemacht. Aber die haben neue Rezepte. Okay. Danke, Frau Gottschalk. Was ist denn eigentlich mit Herrn Kubala? Ach, der ist auch nicht so. Es war vielleicht in letzter Zeit alles ein bisschen viel. Aber er muss schon noch kommen. Sagen Sie ihm das bitte. Sonst fällt er irgendwann aus dem System und bekommt keine Zahlungen mehr. Ich sag's ihm, falls ich ihn sehe. Du gehst nicht mehr ans Telefon. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich eine Weile meine Ruhe brauche. Günther, du darfst nicht aufgeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Der Traum von der Schnitzelbude muss leben. Ey, du hast doch selber gehört, Jutta will Geld sehen. Ja, genau. Und deshalb muss Rolf Sonne noch mal bluten. Wie bluten? Ja, bluten, bluten, finanziell natürlich. Ich habe eine geniale Idee. Wir machen selber Kunst. Selber Kunst? Ja, Sonne sucht danach Ersatz für seine Skulptur, die du kaputt gemacht hast. Ja, weil du die auf den Sessel gelegt hast. Das tut doch jetzt nichts zur Sache. Jedenfalls, Sonne gibt Tausende von Euros für seine blöde Kunst aus. Und da müssen wir ran, Günther. Ja, wo kriegen wir so eine Skulptur her? Ja, die machen wir selber. Die mache ich. Ich meine, warum soll er von dir eine Skulptur kaufen, ey? Der kauft doch nicht von jedem. Ja, dann denken wir uns eben eine hübsche Künstlerbiografie aus. Guck mal, als ich Sonnes Sammlung katalogisiert habe, ist mir Folgendes aufgefallen. Sonne interessiert sich eigentlich mehr für den Künstler als für das Werk. Also für Künstler, die ein ziemlich abenteuerliches Leben führen. Ja? Ja, zum Beispiel, als er über die zerbrochene Skulptur gejammert hat, hat er eigentlich mehr davon erzählt, was die Künstlerin alles so erlebt hat. Ja, und dieser Schmittering, dieser Galerist? Vielleicht hat der dem Sonne zwischenzeitlich was verkauft. Vielleicht aber auch nicht. Komm, wir werden es gleich rausfinden. Komm. Toll! Wo hast du das denn so schnell her? Eine Freundin von mir studiert an der Kunstakademie. Ach, du bist ein Schatz. Aber du hast doch Mama nichts davon erzählt, oder? Nee, aber... Deine Mutter bringt mich um, wenn sie erfährt, was ich hier mache. Vor allen Dingen, warum ich es mache. Ich glaube ja, du schätzt sie völlig falsch ein. Ich kenne Mama länger als du, Jessie. Logischerweise. Oh, geh schon. Hör mal, ich war bei Schmittering und er hat noch nichts verkauft und morgen hat er einen Termin bei Sonne. Morgen schon? Ja. Wer ist Schmittering? Schmittering? Das ist der Galerist, der für Sonne immer die, ja, eigentlich dein neuer Chef. Also wenn ich... Wie? Was, mein neuer Chef? Könnt ihr das bitte woanders besprechen? Ich muss mich konzentrieren. Hä? Erklär ich dir. Okay, Günni. Erklär ich dir. Ist gut. Erklär ich dir. Liebe Zeit. Gesagt, ich brauche Ruhe. Ah, Karin. Ich räume das jetzt hier nicht auf. Ich habe ja gar nichts gesagt. Karin, ich muss das jetzt zu Ende bringen für Günther. Ich weiß, du denkst, er setzt mir immer Flausen in den Kopf. Aber ohne seine Energien hätte ich schon längst aufgegeben. Und jetzt ist es mal an mir, ihn aus dem Sumpf zu ziehen. Und, was ist das?
Das ist Kunst? Kunst, dachte ich. Und das soll Sonne kaufen. Hat dir das Jessie erzählt? Ja, sie ist auch meine Tochter, Wolfgang. Mhm. Das soll also ich sein. Du machst eine Skulptur von mir, weil du glaubst, dass Rolf dann eher zugreift? Nein, was denkst du denn von mir? Ich mache eine Skulptur von dir, weil ich etwas Schönes machen möchte. Sonst könnte ich das gar nicht. Es ist nur so schwierig, so aus der Erinnerung, wenn du nicht da bist. Weißt du, was mich so verletzt hat? Und warum ich überhaupt zu Jessie gegangen bin? Ja, natürlich, weil ich immer so schräge Ideen habe. Nein, weil du bei deinen ganzen schrägen Ideen überhaupt nicht siehst, wie sehr ich dich unterstütze. Karin. Und? Worauf wartest du? Du weißt doch, ich kann nicht, wenn der Druck so groß ist. Wenn die Skulptur morgen fertig sein soll, dann solltest du jetzt loslegen. Wolfgang, was ist los? Günther, jetzt halte ich fest. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Glückwunsch. Glückwunsch. Otto? Mal auf. Und da ist er. Ich bin mal klar. Ja, los, komm. Ja. Diese Kumpel. Echt, du. Hallo? Hallo? Herr Schmittering, was ist los? Kennen wir uns? Ja, wir haben uns mal bei Rolf Sonne kennengelernt. Ah ja, zu dem will ich auch gerade. Irgend so ein Idiot hat mich eingeparkt. Ja, dann steigen Sie ein, ich fahre Sie hin. Ich habe ja Zeit, ich bin ja arbeitslos. Surprise, surprise, Günther. Ja. Er hat jemand anders erwartet. Wen denn? Der Schmittering, der wollte mir eine neue Skulptur anbieten. Ach, dann ist der noch, also ja. Ah ja. Ich hätte solche Sehnsucht nach den Kleinen. Ja. Ja, und Sie, also dich wollte ich auch wiedersehen. Oder störe ich? Nein, überhaupt nicht, Günther. Komm rein. Ja, unsere letzte Begegnung war ja nicht ganz so glücklich. Ja, nicht ganz so glücklich ist gut, du. 10.000 Euro hat mich der Hampelmann mit dem kaputten Knie gekostet. Schwamm drüber. Ach komm, schwamm drüber. Günther, du hast mir gefehlt, du. Wo fahren
denn hier lang? Ja, das ist quasi eine Abkürzung zu Herrn Sonne. Wir kommen dann von der anderen Seite heran. Ah, Galerie Schmittering. Ja. Kommen Sie rein. Dankeschön. Ja, mein Chef ist leider verhindert. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass er mich geschickt hat. Das hätte er schon viel früher tun dürfen. Es ist Günther, guter Freund. Guten Tag. Hallo, Tag. Ja, ich fühle mich geschmeichelt, Ihnen dieses besondere Stück präsentieren zu dürfen. Bitte dahin. Ja, ja, danke. Was machen Sie denn da? Aber was passiert jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Das hat er noch nie gemacht. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Was soll denn das Ganze hier? Ja, vielleicht der Motor? Ich hab's gleich. Et voilà. Mhm. Ja. Ja, Mann. Sie wollen mich nur von Rolf Sonne fernhalten. Ich bin so ein Idiot. Geben Sie mir den Schlüssel. Sie sind ja wahnsinnig! Nein. Mein Freund Günther kommt gleich und holt uns ab. Er muss nur noch meine schöne Skulptur an Rolf Sonne verkaufen. Sie stellen sich das so einfach vor. Ich bringe Sonne Woche für Woche die beste Kunst, preisgekrönte Werke. Aber der kauft einfach nichts. Ich glaube, er hat eigentlich gar keinen Geschmack. Ja, Sie verstehen eben nicht, wie so Rolf Sonne tickt. Der kauft nicht die Kunst, der kauft den Künstler. Ein Teil vom Leben des Künstlers. Was können Sie mir denn über den Künstler sagen? Nun ja, das ist jetzt keine klassische Künstlerbiografie, muss ich zugeben. Wieso nicht? Der Mann heißt Vulcano Cretoso und stammt aus São Paulo. Eines Tages ging er in den Norden Brasiliens und arbeitete dort als Goldsucher. Ah, das schnelle Geld. Man muss sich eben schon was ganz Besonderes einfallen lassen, um Rolf Sonne zu knacken. Wo ist mein Telefon? Aber Vulcano hatte einen Traum. Er wollte fliegen. Und die Ausbildung zum Piloten war natürlich sehr teuer. Ja, klar. Alles ging gut. Vulcano bekam sogar einen Job als Buschpilot im Amazonasgebiet und lernte dort seine spätere Frau kennen. Sie bekam ein gemeinsames Kind. Aber... Aber was? Eines Tages stürzte Vulcano Cretoso über dem Urwald ab. Nein. Doch. Kommen Sie doch raus! Scheiße. Hallo! Kommen Sie raus! Hallo, wie kann ich helfen? Hallo. Ja. Das gibt's doch nicht. Was macht der denn hier? Ich müsste was transportieren. Könnt ihr mir helfen? Natürlich, ja? Natürlich, kein Problem. Kann ich die Tür... Geht das, ja? Machen Sie die Tür auf, dann können Sie reinmachen. Haben Sie kein Auto? Er hatte Glück. Er überlebte. Er baute sich aus den Wrackteilen eine Hütte, spitzte sich einen Ast zum Speer, damit er jagen konnte, um etwas zu essen zu haben. Wahnsinn. Aber er konnte keinen Funkspruch senden. Niemand wusste, wo er war. Er war ganz alleine im Busch. Oh Gott. Wie Robinson Crusoe. Ja. Das Einzige, was ihn innerlich wirklich auffraß, das war die Sehnsucht nach seiner Frau. Und da er Angst hatte, dass seine Erinnerung an sie verblassen würde, nahm er feuchte Amazonaserde und fing an, eine Skulptur seiner Liebe aus seinem Gedächtnis zu formen. Diese hier. Puh.
Schmitti? Rolf, entschuldige bitte vielmals die Verspätung. Aber ich... Ah, Schmitti. Schmitti, 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 Schmitti. Wer ist das? Du hast ihn doch. Dein Chef. Den Blick. Was? Welchen Blick? Den Blick für das Besondere. Und warum hast du mir deine bezaubernde Assistentin an sich noch nie vorgestellt? Hm? Hallo, Chef. Ja, ich habe gerade schon erzählt, dass Vulcano Cretoso über dem Urwald abgestürzt ist und dort diese Skulptur von seiner Frau gemacht hat, die zu Hause auf ihn wartete. Ohne ein Lebenszeichen. Mhm. Vulcano Cretoso, ja? Ja, ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aber haben Sie Rolf denn auch schon gesagt, wie diese Skulptur überhaupt zu uns gekommen ist? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Cretoso ist nämlich zu Fuß durch den Urwald nach Hause gelaufen. Er wusste, es ist meine einzige Chance. Also kämpfte er gegen Morast, gegen Schlangen, gegen kleine Giftfrösche. Einmal ist er sogar von einem Krokodil angefallen worden. 6 Wochen war er unterwegs, in seinem Gepäck dieses Meisterwerk. Wie viel, Schmitti? Oder was hast du da noch mitgebracht? Ach, das ist nichts Besonderes. Und? Wie ist es gelaufen? Damit machen wir jetzt auch schön 50-50. Jetzt. Ich habe ihn da drin gerade den Arsch gerettet. Ja, dann machen wir 50-50-50. Ja, und was ist mit meiner reizenden Assistentin hier? Ich brauche kein Geld. Hauptsache, ich muss solche Spielchen nicht mehr mitspielen. So, ihr teilt euch das. Tschö, Papa. Ciao, Onkel Günni. Kann ich mit Ihnen in die Stadt fahren? Klar, Chef. Mein Gott, was haben wir denn da gerade gemacht? Wir haben gerade den größten Schrott verkauft, den ich je gesehen habe. Sonne ist wirklich so ein Kretin. Du hättest gerade da drin echt dabei sein müssen. Jesse hat eine Nummer hingelegt, Oscar-reif, sag ich dir, wie im Kino. Also, du bist Vulcano Cretoso, bist Buschpilot, bist über dem Urwald abgestürzt, hast mit Krokodilen gekämpft und deine Frau hast du aus Amazonaschlamm gebaut, verstehst du? Ich hab geheult, ey. Was ist denn los? Du, Günther, glaubst du wirklich, meine Skulptur ist so schlecht? Was? Ach, nein, nein! Pass mal auf, jetzt mal rein theoretisch. Wenn ich Kohle hätte, wenn ich reich wäre und ich würde Kunst kaufen, weißt du, von wem ich die kaufen würde? Von dem Typen Devontier in Dortmund. War früher Fachverkäufer für Herrenoberbekleidung und schlägt sich seit Jahren mit Hartz IV durch. Ja? Vor so einem ziehe ich den Hut und nicht zum Buschpilot. Und der heißt dann auch nicht Vulcano Cretoso. Sondern Wolfgang Kretek. Das war also eben gar nicht Schmittis Assistentin. Das heißt also, ihr traut mir nicht zu, dass ich selbst entscheiden kann, was mir gefällt und was nicht? Ja? Diese Skulptur, die hat was. Gibt bessere Kunstwerke, keine Frage. Aber diese Figur, die wurde mit Liebe gemacht. Das spürt man. Und deshalb habe ich sie gekauft und nicht wegen eures Schmierentheaters. Sie haben Talent? Vulcano. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. So. Jetzt verschwindet. Dankeschön. Ich hab zu danken. Ja, eine Sache noch. Wir bleiben aber Freunde, okay? Ja, klar, sicher. Klar.
euch, auf uns, auf euch. Und hier kommt das erste Schnitzelchen. Oh, echt, das wird ja richtig Kunst, hör mal. Komm, warte. Guck, jetzt ist gut mit Kunst, jetzt ist gut. Okay, und für wen ist das erste? Köln! Ey, guck mal, wer da kommt. Frau Gottschalk, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich möchte Ihnen nur kurz gratulieren und alles Gute wünschen für den Laden. Ja, danke. Mensch, Frau Gottschalk. Ist ja, was kann ich irgendwann für Sie tun? Ich bin seit letzter Woche im Ruhestand. Nein. Ja, aber Ruhestand ist doch klasse. Frau Gottschalk. Ich fühle mich jetzt so nutzlos. Ja, möchten Sie sich nicht setzen? Schauen Sie mal. Da ist meine Frau. Und ich mache schon mal ein Schnitzelchen. Ein Töchterchen. Oder richtig schön mit Knofi oder als Cordon Bleu. Oder Diabolo. Ja, so richtig schön scharf. Oder einfach nur Schnitzel.